Eine der größten Fragen in ganz Deutschland: Wann kommt der Detektiv Conan Kinofilm 26 in die deutschen Kinos? Darüber reden wir hier im Video. Alles wie immer für euch nach dem Intro. Viel Spaß! Komm mal, Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv Conan Video hier auf diesem Kanal. Heute möchte ich mit euch über die Frage der Fragen sprechen. Wann ist es soweit? Wann kommt Detektiv Conan Kinofilm 26, das Eiserne Wood, endlich zu uns nach Deutschland und wird in den Kinos ausgestrahlt? Schauen wir uns erstmal diese gesamte Geschichte an, denn Film 21, Crimson Love Letter, war der erste Film, der in den deutschen Kinos gezeigt wurde. Dort hatten wir die Möglichkeit von der Originalvertonung mit deutschen Untertiteln. Irgendwann wurde das dann adaptiert, dass wir auch die deutsche Kinofassung bekommen haben, also mit deutscher Sprachausgabe oder halt trotzdem mit Untertiteln, hatte man also immer die Auswahl. Und meistens war es auch so, das war eher die Regel, dass wir schon 1 bis 2 Monate im Voraus eine Nachricht bzw. eine Information bekommen haben, dass wir den und den Detective Conan Kinofilm in den Kinos sehen können, dass dieser dort gezeigt wird. Ja, es gibt natürlich immer ein paar Unterschiede. Mal wurde der Film im Mai gezeigt, mal wurde der Film im Juni gezeigt, aber meistens war es so, dass wir die Filme entweder im Mai oder im Juni bekommen haben. Es gibt also keine Ausnahme, dass wir quasi einen Film erst im Juli bekommen haben. Wenn wir uns das Ganze anschauen, war Film 23, The Fist of Blue, The Fire, der Film, der am spätesten in die deutschen Kinos gekommen ist. Und zwar wurde hier der 30. Juni anvisiert. Ja, das ist also schon sehr, sehr spät. Aber auch das wurde schon Monate davor angekündigt. Heute ist der aktuelle Stand der Dinge am 11.06., dass wir keine Informationen haben, dass wir einen Film überhaupt in Deutschland kriegen werden. Das heißt, es ist jetzt alles Spekulation. Ich für meinen Anteil habe keine krassen geheimen Insider, die etwas anderes sagen. Das wissen nur die Leute, die wirklich involviert sind, die Synchronsprecher, die dabei sind, die den Film vertonen, oder die Leute, die quasi dazu in der Lage sind, nämlich unter anderem Crunchyroll, die ja quasi die Anime Nights gestalten. Damals war es Kasee, aber Kasee hat sich quasi mit Crunchyroll verschmolzen. Nur die Beteiligten wissen das, wann es wirklich soweit sein wird, ja. Aber wir wissen auf jeden Fall, es gibt einen starken Regelbruch. Ich für meinen Anteil kann euch sagen, Film 26, und das ist auch ein Fakt, ist der erfolgreichste Detective Conan Kinofilm überhaupt. Und wir haben auf jeden Fall keine krassen Einschränkungen mehr, wie zum Beispiel in den Jahren zuvor. Das heißt also, dem steht nichts mehr im Wege. Es hat also etwas damit zu tun, wann der Film kommt. Ob der Film kommt, steht für mich außer Frage. Definitiv wird der Film in die deutschen Kinos kommen. Ja, wir haben auch keinen Vorlauf. Ich persönlich glaube, und das ist jetzt eine reine Intuition, dafür kann ich euch nichts wirklich benennen, außer wenn wir ins Boxoffice gehen, ja. Wenn wir ins Boxoffice gehen, das heißt, wir schauen uns an, wann die Filme in jeweiligen Ländern veröffentlicht wurden und wann der späteste Release überhaupt war. In irgendeinem anderen Land. Natürlich können wir jetzt vielleicht den asiatischen Raum nicht mit dem europäischen Raum vereinbaren. Aber das Allerspäteste, was wir jemals bekommen haben, war Film 23, The Fist of Blue, The Fire, und zwar in Spanien. Dort wurde der Film am 8. November ausgestrahlt, ja. Natürlich hat jetzt Spanien nicht so eine große Fanbase wie Deutschland. Deutschland ist auf jeden Fall eher am Start, sage ich jetzt mal. Aber um euch vielleicht so einen kleinen Wink zu geben, dass das Ganze eh alles nach hinten verlagert wird: Es gibt kaum Länder, die diesen Film bis dato ausgestrahlt haben. Ja, in den vergangenen Filmen hatte man immer die Vision, dass wir quasi einen simultanen Start haben. Ja, dass quasi in sofort vielen Ländern ja ein gleichzeitiges Release angestrebt wurde. Das ist bei Film 26 nicht der Fall. Das heißt, wir haben sehr, sehr wenige Länder, wo der Film ausgestrahlt wird. Und unter anderem eines der ersten Länder, wo es nach Japan erschienen ist, ist zum Beispiel hier die Philippinen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, und das ist eine relativ neue Info, sehen wir, dass erst vor kurzem, nämlich vor 3 Tagen, also am 8. Juli, bekannt gegeben wurde, dass Film 26 überhaupt announced wurde. Und in den Philippinen wird dieser Film erst am 5. Juli starten. Das heißt also, dass wir quasi auch knapp einen Monat Vorlauf haben. Wie ist es in Deutschland? Wird man in Deutschland sagen, okay, gut, Leute, nächste Woche ist es soweit, Detective Conan Film 26 wird dort erscheinen oder halt auch nicht?
Ich halte das, obwohl ich immer ein Optimist bin und ein Befürworter bin für gute Neuigkeiten, halte ich das eher für unrealistisch. Nicht für unwahrscheinlich, aber für sehr, sehr unrealistisch. Ich glaube also auch, dass wir hier mindestens 2, 3, 4 Wochen, also fast einen Monat, Vorlauf haben werden. Denn wenn wir uns die ganzen deutschen Medien anschauen, wie zum Beispiel die Crunchyroll-Seite, wo wir auch quasi einen Anime-Nights-Reiter haben. Dort wurde unter anderem Psycho Pass angekündigt, SAO Sword Art Online, auch mit Monaten Vorlauf. Dort haben wir noch nichts von Detective Conan gesehen. Ja, es könnte natürlich auch exklusive Deals kriegen, dass man sagt, yo Leute, wir haben hier eine krasse Anime-Messe und diese Anime-Messe wird quasi Schauplatz, ja, von einer Ausstrahlung. Das wird ja auch oft genutzt, dass wir bei irgendwelchen Anime-Messen nach dem Kino-Release dann auch weitere Vorspielungen haben. So wurde zum Beispiel ein paar Monate nach dem offiziellen One Piece Red Start im Kino auch auf Anime-Messen der Film gezeigt. Vielleicht gibt es Exklusivverträge, glaube ich aber auch nicht. Ja, so ein Pre-Screening in Deutschland, was zum Beispiel die Dokumi sein könnte, das sind natürlich jetzt alles nur Variablen, ja. Aber falls ihr mich jetzt fragt, persönlich als Detective Conan Fan, wann ist ein Release möglich? Ich glaube, dass wir auf jeden Fall im Juni hier nichts mehr kriegen werden. Es sei denn, es ist irgendwas übelst krasses und die Dokumi wurde auserwählt als größte Anime-Messe Europas, dass wir dort ein Pre-Screening kriegen werden. Gehe ich eher davon aus, dass wir hier auch den Juli anvisieren können, ja? Also, ich für meinen Teil bin mir fast schon zu 100% sicher, dass wir hier im Verlaufe diesen Monats, also im Juni, wenigstens eine Information kriegen zu einem genauen Release, ja? Also, ich gehe davon aus, dass wir hier den Juli auf jeden Fall vorsichtig schon bestimmen können. August wäre vielleicht auch noch möglich, Spätsommer, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich Juli für sehr, sehr realistisch halten. Wer weiß, vielleicht wird es auch nur August oder ganz, ganz spät, auf jeden Fall noch dieses Jahr, aber das ist wie gesagt alles Spekulation. Das älteste bzw. späteste Release war in Spanien, was auch Europa ist, und das war im November, ja. Aber wie gesagt, das sind jetzt alles nur Referenzgrößen. Wenn Philippinen erst am 5. Juli ausstrahlt, gehe ich streng davon aus, dass wir den Film erst später kriegen. Also frühestens Juli, vielleicht wahrscheinlich Juli, ich denke mal spätestens August. Das sind so die zwei Daten bzw. die zwei Monate, die ich für sehr, sehr realistisch halte. Also für alle Leute, es gibt noch keine offizielle Bestätigung, wann der Film kommt. Dementsprechend gab es auch noch keine offizielle Ankündigung. Also, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Sobald es irgendeine Nachricht Deutschland betreffend gibt, werdet ihr von mir informiert. Also bis dato, es gibt leider keine besseren Neuigkeiten. Vielleicht so eine kleine positive Neuigkeit ist, dass wir wahrscheinlich nicht bis November warten müssen. Auch wenn es keine besseren Neuigkeiten gab, ich hoffe trotzdem, dass euch dieses Video gefallen hat. Falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, zwecks Anime, zwecks ganz besonders Detective Conan, dann aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal, ist beides kostenlos. Ich würde mich sehr darüber freuen und schreibt mir eure Meinung in den Kommentarbereich. Bis zum nächsten Mal, euer Kaito Akai.